So, ihr Lieben, wenn ihr euch so eine kleine Lichterschale machen wollt, aus Zement, Beton, was auch immer, einfach so eine Halbkugel nehmen, so eine, von so einer Weihnachtskugel hier, so eine Dekokugel. Schön mit Speiseöl einfetten. So. Und dann kommt natürlich unser Lieblingsbeton darauf, unser Blitzzement. So, diese kleinen Lichtschalen mache ich wieder mit Blitzzement. Wie ihr sagt, schön eingeölt vorher. Und dann schmaddelt er das einfach hier rauf. Kann auch ruhig ein bisschen runterlaufen, macht ja nichts. Ich hoffe, ihr könnt es schön sehen. Wenn ihr so ein bisschen runtertropft, dann sieht das aus wie abstrakt. Abstrakte Kunst. So. Das Ganze braucht er, ja, lasst es eine Stunde trocknen. Und dann schauen wir uns das an. So, und wenn ihr jetzt ganz geduldig eine Stunde gewartet habt, dann habt ihr eure Schale. Bitte schön. So sieht sie aus. Lasst sie denn noch mal ein bisschen durchhärten. Aber ihr könnt sie natürlich schon ein bisschen dekorieren. Ihr könnt sie so lassen. Ihr könnt aber auch ein bisschen Chromspray nehmen. So. Wenn ihr auf Mittag erwartet, Gäste kommen zu einer Party, zu einer Gartenparty und ihr denkt, oh Gott, die Teelichter gehen so schnell aus, macht euch so eine schöne Lichterschalen. So, das muss jetzt ganz kurz trocknen. Dann geht's weiter. So, ihr Liebchen, so ist er trocken. Die trocknet ganz, ganz schnell, die Chromfarbe. Ihr macht da ein Teelichtlein rein. Und macht das an, wenn es denn geht. Ah. Da ist er. Ganz schnell. Wie gesagt, der Blitzzement kostet knappe 3 Euro ein Kilo. Aus dem Kilo könnt ihr einige von diesen Schalen machen. Ist halbe Stunde, Stunde ist er trocken. Den Rest lasst ihr dann noch durchhärten. Und fertig habt ihr zur nächsten Gartenparty lauter schöne Schälchen. Könnt ihr auch immer wieder verwenden. Könnt ihr mehrere mit ihnen mal machen. Habt viel Spaß. Schick, war halt kaputt. Zweifarbig. Ich hab mich im Karton vergriffen. So. Dann genießt den Montagabend. Ich werde meine schöne Schale im Garten drapieren.